Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zu Folge Nummer 9 meiner kleinen Star Citizen Let's Play Reihe. So, ich befinde mich jetzt gerade auf Port Olisar. In der letzten Folge bin ich ja von Lowell aus gestartet mit der Carrack und hierher geflogen. Ja, warum bin ich hier nochmal zwischengelandet? Ganz einfach, ich hatte es ja erwähnt, ich habe hier mein Essen vergessen auf Lowell zu kaufen und jetzt habe ich hier nochmal kurz was gekauft, wenn wir jetzt unterwegs sind, ne? Habe ich euch ja gesagt. Deswegen bin ich jetzt nochmal ganz kurz hier zwischengelandet, um mich einfach jetzt hier nochmal zu binden und eben kurz was zu essen zu kaufen. Ne? Genau, wie gesagt, jetzt bin ich hier auf der Ding. Ich habe auch geparkt, ne? Getreu dem Motto, ja, fliegst du quer, siehst du mehr so. Unglaublich schlecht. Aber egal, Hauptsache die Kiste steht, ne? Und wir werden jetzt weiter düsen, ganz kurz nach Yela. Dort wollen wir ja dann den Greycat Rock Mining Buggy auspacken und eine Runde minern gehen. So, jetzt mache ich aber erstmal hier rein. So. So, wir erinnern uns ja leider, so haben die Aufzüge Wartungsarbeiten aktuell. Deswegen müssen wir die Treppe nehmen. So. Ach fuck, jetzt bin ich schon wieder eins zu hoch. Ah, so, machen wir halt hier runter. Egal. So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich schnell genug bin, nicht, dass der mein Schiff hier gleich einpackt. Ich denke mal, wir werden noch wegkommen. Zack. So. Und da sind wir auch schon weg. Gut. Setzen wir Kurs nach Yela. Und zwar, um genau zu sein, zu Arcorp Mining Area. Das ist immer ein ganz guter Spot, die Mining Areas, denn dort kann man auf alle Fälle immer ein Vehikel spawnen. Und deswegen werden wir da jetzt einmal hindüsen. So, schauen wir mal. Ja, die Carrack braucht immer deutlich länger zum Spoolen auch, wie man das jetzt sieht. Umso größer das Schiff, umso größer der Quantum Drive, umso größer alles, ne? Und umso größer braucht er, oder umso länger braucht er sich halt das auch, um das Schiff sich auszurichten, um zu kalibrieren und so, und dann eben auch das Ziel zu, ja, loszufliegen. Das ist immer von Quantum Drive zu Quantum Drive ein bisschen unterschiedlich, falls ihr euch da jetzt mal ein bisschen wundert. Aber wir sind trotzdem recht zügig unterwegs natürlich mit dem Schiff, ne? Das ist ein Explorationsschiff. Das muss lange Strecken zurücklegen können. So, genau. Das Arcorp Mining Area 157. Aber ist eigentlich scheißegal, wo ihr da hinfliegt. Ja, aber das Problem ist halt, zu so einem ganz kleinen Outpost, wie wir zum Beispiel in der allerersten Folge waren, wo wir unsere Pakete abgeholt haben. Da sind halt manchmal keine Pads mit dabei, wie ihr sicher gesehen habt in der Folge. Und das heißt, ihr könnt da keine Schiffe spawnen. Oder beziehungsweise keine Bodenfahrzeuge. Und wie gesagt, bei den Mining Areas, also bei diesen ganzen Mining Outposts, da sind eigentlich immer, wie gesagt, Pads mit dabei, wo ihr dann auch die Autos und so spawnen könnt. Das schauen wir uns jetzt mal an. So, the dark side of Yela. Egal. Ich hätte auch gucken können, ob jetzt vorne vielleicht noch eins wäre, was im Licht wäre, aber gut, mein Gott. Fliegen wir halt ein bisschen im Dunkeln in der Gegend rum, macht doch auch nichts. Wird schon hell werden. So, jetzt halten wir da mal drauf. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Das ist so ein bisschen das Nervigste, was man gerade so hat. Man sieht praktisch im Moment nicht. Ach du Scheiße, ich bin viel zu schnell.
Ich bin viel, viel zu schnell. Oh nein, sie haben die. Oh, die haben die Carrick letztens gepatcht. Oh, ich bin die nicht mehr gewohnt. Ich muss hochziehen. Uiuiuiui. Ich hab schon gegengelenkt. Eieieiei. Da unten ist der Outpost. Eieieiei. Aber gut, gut, gut. Alles gut. Oh, ihr habt einen Bremsweg. Wie 5 Panzer, ey. Ja, halt die Fresse. So, wir sehen schon, hier sind schon einige unterwegs. Wir sind nicht alleine hier. Aber das ist nicht so tragisch. Fuck, was wollte ich jetzt sagen? Ja genau, man sieht, ich bin wieder zu schnell. Ich beschleunige einfach. Was machst du denn, du Depp? Hör doch auf, so Gas zu geben, Mann. So. Schrecklich manchmal mit mir, gell? So. Tut, tut, tut. Wir landen jetzt einfach mal hier ganz gechillt. Habe ich das Landing hier schon raus? Also. Fuck, was wollte ich jetzt die ganze Zeit sagen? Es hat mich jetzt leider ein bisschen irritiert. Ne gut, also auf alle Fälle, das ist die Posts werden nicht mehr angezeigt, wenn ihr praktisch auf dem Quantum Drive raus seid. Und das ist einfach ein bisschen doof, ne? Deswegen müsst ihr das immer so ein bisschen abschätzen. Ja, ist gut. Ich weiß es. Stehen wir. Ja, wir stehen gut. So, ich mach kurz die. Moment mal kurz. Systems Power. So, Engines off. Damit wir jetzt hier nicht rumfloaten. So, genau. Jetzt spawnen wir praktisch hier unseren Vehikelchen. Und genau, und laden das mal hier in unser Schiff ein. Sollen wir halt den Umweg über die Treppe nehmen. Ist ein bisschen nervig mit der Treppe jetzt gerade, aber mein Gott. Ich hätte natürlich jetzt die Carrick auch einmal neu spawnen können, reclaimen können, bla bla bla. Dann würden die Aufzüge wahrscheinlich funktionieren, aber dafür habe ich keine Lust und keine Zeit und kein Ding gehabt jetzt, ne? Und deswegen lassen wir das jetzt einfach mal so. Aber wenn eure Schiffe mal solche Fehler haben, wie jetzt zum Beispiel, ne, der Aufzug geht nicht richtig, irgendwas stimmt nicht, ne, dann einfach wieder einpacken, einfach claimen das Schiff, damit ihr einmal Neues bekommt, dann geht's meistens. Aber das wollte ich jetzt einfach nicht, weil, wie gesagt, soll ja hier losgehen. So, fahren wir hier mal aus. So, genau, das hier sind die Pads für die Fahrzeuge. Und da müssten wir jetzt eigentlich unseren Rock auch bekommen. Ich hoffe es zumindest. Wie gesagt, noch nie ausgepackt, das Ding. Muss mir jetzt selber erstmal mit dem anfreunden. Mal gucken. So, was haben wir denn hier? Ach, wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hier, Greycat Rogue. Da ist er doch. So, jetzt hoffen wir, dass das geht und ich nicht zu nah an dem Pad stehe. Ja, das sieht auch gut aus. Da ist er doch rausgekommen. So, was wir natürlich jetzt machen könnten, ist natürlich klar, ich kann mich jetzt in das Auto hier reinsetzen und könnte damit natürlich jetzt hier rumdüsen und minern gehen. Ne? Aber wie ja schon am Anfang im letzten Folge gesagt, ich möchte euch natürlich da so ein bisschen das Advanced zeigen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und deswegen schieben wir den jetzt hier rein und fliegen dann mit dem Schiff zum nächsten Mining Point. So, das ist er, der Greycat Rock, ein kleines Mining Vehicle, ein kleiner Buggy, wie man sieht. Ja, von außen her macht er nichts Besonderes, hier ist der Mining Laser. Aber, ja. Jetzt mal erstmal gucken, wie hier in die Schüssel hier reinkommen. Wie gesagt, noch nie gespawnt, das Ding. Ja, hier.
So, muss da selber erstmal klarkommen. Da hinten wird fleißig gescannt. Ja, also ihr merkt schon, hier geht einiges los. Jela ist halt doch the spot to be. So, power on. Systems activating. Systems on. Was haben die denn dem eine Alien-Stimme gegeben? Lol. So, jetzt schauen wir mal. Und ihr seht aber auch schon das Problem, Jela ist relativ kalt, ne? Das heißt, wir werden dann auch gleich... Können wir da mal ganz kurz Licht anmachen? Eckwald, Licht. Ach, das ist ein Licht, okay. So, jetzt fahren wir hier mal ruf mit dem Ding. Zack. Ah, drin in die gute Stube. Kurz gucken, wie viel Platz... Ach gut. Kann ich noch ein bisschen zurück. So. Und... Nein, falsche Taste. So, irgendwie haben sie ihm eine komische Stimme gegeben. Warum auch immer. Aber okay, es ist eigentlich kein Alien-Schiff. Hat aber irgendwie eine leichte Alien-Stimme. Na gut. So, drin ist er. Oh, jetzt bin ich doch ein bisschen weit hinten. Na, ist egal. So, ihr seht schon, easy peasy können wir praktisch Vehikel in unsere Schiffe einladen. Jetzt haben wir natürlich gesehen, kleines Problem, hier ist relativ kalt und ich habe die falsche Rüstung an. Jetzt ziehen wir uns mal ganz kurz um. Und zwar nehmen wir dann jetzt die dicke Rüstung, nämlich die Novik. Die bis minus 225 Grad geht. Ja. So. Wenn ihr diese Rüstung jetzt nicht habt, ne, dann geht nach Daymar rüber. Da haben wir ja gelernt, sind normale Temperaturen. Ja, also wenn ihr jetzt diese Rüstung nicht habt, ist jetzt nicht kein Beinbruch. Wie gesagt, Jela ist jetzt eigentlich ganz cool einfach. Aber Selin und Daymar sind genauso gut, wenn ihr sagt, ah scheiße, ich habe die Rüstung nicht, ich will sie mir nicht kaufen und so weiter und so fort. Leute, kein Problem, geht einfach nach Daymar rüber. Da habt ihr dann das Problem nicht, ne? Dass euch da eventuell dann zu kalt wird. Aber ich habe ja die Rüstung, deswegen ist das jetzt für mich kein Problem, hier auf Jela Minen zu gehen. So. Dumm. Ne? Jetzt. So, suchen wir uns mal einen coolen Spot, wo wir mit dem Hobel hier landen können, wo wir irgendwie was weg zum Minern haben. Was ist jetzt der Vorteil, wenn ihr da sagt, okay, ich lade jetzt den Buggy in das Schiff ein und fliege jetzt mit dem Schiff irgendwo hin? Vorteil ist im Grunde genommen einfach nur, dass wir jetzt halt schneller sind. Ja. So. Okay, wir sehen schon, da hinten sind natürlich jetzt einige Sachen, aber wir haben ja gesehen, dass da hinten die anderen rumlungern. Deswegen fliegen wir jetzt mal eher so in das Dingsel hier. Also ich habe übrigens jetzt Tab gedrückt und mit Tab habe ich praktisch den Scanner aufgemacht. Und da könnt ihr dann praktisch scannen mit der rechten Maustaste. Und dann werden euch praktisch hier diese Chunks angezeigt. Und jetzt fliegen wir mal darüber zu dem Chunk. Ist jetzt nicht weit, wie gesagt, ihr könnt das jetzt eigentlich natürlich auch mit dem Buggy einfach fahren. Aber mal, wenn ihr ein Schiff habt, ihr müsst, es muss ja keine Carrick sein. Natürlich habe ich jetzt hier die Carrick ausgepackt, das ist das größte Schiff. So, aber es geht auch natürlich mit viel kleineren Schiffen. Ja, wo der Rock reinpasst, ne? Eine Valkyrie oder sowas. Ist natürlich deutlich angenehmer, weil ihr nicht so einen weiten Weg habt. So, wir müssen jetzt mal kurz schauen, was wir da haben. Scannen jetzt immer ein bisschen. Lass mal darüber schauen. Na gut, hier im Umkreis haben wir, glaube ich, schon einiges. Die Frage ist jetzt nur, sind es auch die richtigen Steinchen? Weil wir müssen ein bisschen unterscheiden. Nämlich das Problem ist, wir brauchen diese Diamantsteinchen.
Die hier nämlich, genau. Schauen wir mal, hier haben wir ein paar. Scannen wir mal den Bereich hier. Okay, sind auch Diamanten. Okay, das heißt, wir können eigentlich hier, jetzt haben wir hier mal schon 5, 6 Steinchen, da hinten haben wir auch noch ein bisschen was. Das heißt, wir landen jetzt einfach nochmal hier. Ah, ist jetzt vielleicht nicht ganz optimal, weil ich da gerade auf dem Stein lande, ne? Vielleicht sollte ich auch das Landing hier rausmachen, dann wäre das wahrscheinlich auch alles deutlich besser. So, wie gesagt. Ey, das Ding hat einen Bremsweg bekommen, das ist so abnormal. Wahrscheinlich stehe ich ein bisschen dumm, aber ist egal. Ja. Also wie gesagt, normalerweise macht man das auch nicht so, wie ich das jetzt gerade mache. Es ist ja einfach nur, weil ich euch das ein bisschen zeigen möchte, was man denn so machen kann. Ne? Normalerweise wird keine Sau mit einer Carrack und einem Rock hier rumfliegen, so wie ich das mache. Völlig dumm. Aber trotzdem, egal. Ich mach's, weil ich's kann. So. So, auf den Hobel, Rinder, oh, dann schauen wir, dass wir ein paar geile Steinchen kriegen. Schon auf? Oh, wird schon passen. So. So, scannen wir mal. Licht, Licht haben wir da. So, wo war es denn jetzt? Da habe ich nicht ganz aufgepasst, Mist. Jetzt müssen wir mal gucken hier. So, da müssen wir hin. So, genau. Wir scannen jetzt praktisch immer so ein bisschen die Umgebung. Das ist ein Krater. Da sollte ich jetzt nach Möglichkeit natürlich nicht reindüsen. Also ein bisschen Obacht geben, wenn ihr hier unterwegs seid. So, da sehen wir sie schon. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr scannen. Ah. Scanner zu. Hoppala. So, guck mal da. Da haben wir doch schon 3 Steinchen, die wir mitnehmen können. So, mit M gehen wir in den Mining Mode. So, da sehen wir Dolovin. 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 Oder? So. Ich sag mal so, wie es ist. Dolovin ist ungefähr das Schlechteste, was man mitnehmen kann, weil es einfach scheiße ist. Aber gut. Es ist jetzt so, ich möchte euch das ja ein bisschen zeigen, na, wie das funktioniert. Deswegen baue ich jetzt auch Dolovin ab, obwohl das Scheiß eigentlich nichts wert ist. Aber ist egal. So, jetzt gucken wir mal, wie funktioniert das Ganze. So, wir haben jetzt den Stein gescannt und sehen natürlich jetzt hier oben Dolovin. Wir haben dann oben links die Masse 0,75. Dann sehen wir davon sind 73% Dolovin. Und an der Seite sehen wir dann, also jetzt links unten, das Rock Energy Level. Die Instability und die Resistance. Das sind praktisch schon ein bisschen Ansatz, wo wir sehen können, okay, wie ist denn der Stein? Wenn ich jetzt einmal linke Maustaste drücke, dann startet unser Laser.
und die Grafen etc. fangen an, sich zu bewegen. Jetzt gebe ich mal mit der Mausrad nach vorne einfach mal ein bisschen Gas. Dann seht ihr schon, der Laser Throttle geht nach oben. Auf 13% Stärke bin ich jetzt. Das heißt, ich gebe 13% Energy auf diesen Stein und ihr seht unten, das Rock Energy Level steigt auch. So, was müssen wir machen? Wir müssen das Rock Energy Level in den grünen Bereich kriegen. Ich merke gerade, ich stehe ein bisschen dumm. So. So, das heißt, wir müssen weiter Gas geben. Mal gucken. Ein bisschen näher ran vielleicht, wenn es gar nicht geht, ne? Ich treffe nicht. Moment mal kurz. So. Jetzt seht ihr, da geht schon was. Jetzt machen wir ein bisschen runter von der Energie. Ja, wir wollen ihn ja nicht overhitzen. So, wir dürfen nicht in den roten Bereich. Ja, wir wollen in den grünen. So, genau, da wollen wir hin. So, und wir sehen jetzt auf der rechten Seite startet das Fracturing-Sensor. Der muss auf 100%. Dann explodiert der Stein. Oder was heißt explodiert? Dann fällt er auseinander. Und das füllt sich eben nur, wenn wir im grünen Bereich sind. So, jetzt sind wir rot gewesen. Ah, okay. Ah, ging gerade nochmal gut. So, jetzt ist der Stein praktisch zerstört. Und wir können jetzt den Modus wechseln, indem wir die rechte Maustaste drücken. Und jetzt haben wir praktisch den Einsaugmodus und können hier unsere kaputtgemachten Steinchen erstmal einsaugen. No, seht ihr? Sind sie weg. So, nehmen wir uns das nächste Steinchen vor. Mal gucken, dass wir da ein bisschen... Zack. So, nächster Stein. Wir geben mal hier ordentlich Energie drauf. Geht auch was. So, im Grunde genommen funktioniert das Mining eigentlich immer gleich, ne? Egal in welchem Vehikel, ob ihr jetzt zu Fuß unterwegs seid, ob ihr jetzt mit dem Greycat hier unterwegs seid oder auch mit dem Mining Schiff, das seht ihr natürlich noch. Wir haben praktisch immer Energie, die auf den Stein einwirkt und wir müssen das Energielevel immer in diesen grünen Bereich geben, so wie jetzt praktisch. Und das dann möglichst in diesem Bereich halten, indem wir da immer so ein bisschen spielen. So, nicht rot werden lassen, nicht zu weit runter. So, das sieht doch sehr schön aus. Na, da habe ich natürlich jetzt schon ein bisschen Übung drin. Zack. So, dann saugen wir den Schmarrn wieder ein hier. Staubsaugerino. Tutti tutti tut. Da. Ah, da hinten liegt da was. Ups, falscher Sauger. Ja, damit. Danke. So, nächster Stein. So, Fullgas. So. Ein bisschen schneller. Ihr müsst natürlich auch aufpassen, trotz dass ich jetzt zum Beispiel die... Ups, jetzt habe ich nicht auf den Stein aufgepasst. Trotzdem, dass ich jetzt die gute Rüstung anhabe, habe ich trotzdem nur 30 Minuten Zeit. Ja, das ist natürlich so eine Sache, die schränkt euch ein bisschen ein am Ende. Ne? Also ihr müsst immer aufpassen, dass jetzt natürlich hier auf Jela ein bisschen... Ne? Ihr versteht, was ich meine. So, deswegen müssen wir uns dann... Aber ich kann das ja machen, weil ich habe ja ein Schiff mit dabei. Und deswegen kann ich mich ja dann nochmal ein bisschen aufwärmen gehen. Ne? Das ist ja kein Problem. So, schauen wir nochmal, was wir hier alles mitnehmen. Ja, die springen immer so ein bisschen rum. So. Alles leer gesaugelt. So, jetzt geht auch die Sonne gerade auf. Das ist auch schön, oder? So, zack. So, hoppala. So, jetzt scannen wir nochmal, in welche Richtung wir als nächstes müssen. Ah, gehen wir nochmal darüber. Knappe 800 Meter, das ist jetzt nicht so viel.
Sollten wir auch noch schaffen von der Zeit her. Ups, da war ein Stein. Eieiei. So, wir können zwischendurch auch mal abwischen hier. Zack, dann wieder mal was sehen. So, meine Körpertemperatur ist auch schon deutlich gefallen. Ja, 35 Grad. Schon. Ja, seht ihr, hier ist zum Beispiel auch einer mit einer Miss Freelancer unterwegs, ne? Das heißt, ihr könnt dann auch den Rock zum Beispiel in eine Freelancer, die solltet ihr eigentlich alle haben, könnt ihr die praktisch dann auch in eine Freelancer reintun. Und die habt ihr nämlich so oder so. Ah, guck mal, hier ist der Crazy Shit. Hadanit. Das ist das, was ihr eigentlich haben wollt, ne? Hadanit wollen wir haben. Das bringt Kohle. Ups. So, nicht der andere Scheiß, Dolovin, den wir da haben, ne? Hadanit wollen wir haben. So. Ich erzähle jetzt auch hier gar nicht so viel über das Mining im Allgemeinen, weil ich will eigentlich nochmal einen komplett ausführlichen Mining-Guide machen, wo ich dann wirklich nochmal auf was nehme ich wie mit und so eingehe. Da bin ich aktuell am... stehe ich hier nicht richtig. So. Da bin ich noch am gucken jetzt, ne? Weil jetzt ist ja der Rock gerade mit 3.10 erst reingekommen und ich muss da jetzt selber nochmal ein bisschen mit beschäftigen und dann werde ich nochmal einen ausführlichen Mining Guide machen, wo ich dann praktisch euch wirklich Tipps und Tricks und alles nochmal erzähle, welche Consumables sind die besten, welche Laser, wann solltet ihr was machen, welche Steine nehmt ihr jetzt bei welcher Konzentration mit und so. Da kommt nochmal, wie gesagt, ein richtiger Mining Guide raus. Das hier ist jetzt praktisch ja wirklich nur so ein kleines Let's Play, deswegen erzähle ich da jetzt gar nicht mal so viel. Aber ein bisschen was habe ich auch erzählt, ne? Aber Hadanit ist auf alle Fälle das Shit to go, das ihr haben wollt, das bringt Kohle. Dolovin halt eher nicht. So, ich muss mich natürlich noch nebenbei ein bisschen konzentrieren, ne? Aber den haben wir schon. So, Saugerino. Saug, saug, saug. Saug, saug, saug. Ich will alles haben. So. 16% Cargo haben wir voll. So. Bei dem dürft ihr nicht so nah an dem Stein ran sein, habe ich jetzt schon gemerkt. Also wie gesagt, ich bin hier selber noch am Probieren. Das ist wie gesagt das erste Mal, dass ich jetzt gerade mit dem Vehikel hier minern bin. Deswegen... Ich darf mal ein bisschen gucken, aber man darf nicht zu nah dran stehen. Kannst du hier bitte nochmal abwischen? Dankeschön. So, gib Gas. So, wie gesagt, wenn ihr im grünen Bereich seid, dann einfach ein bisschen runtergehen vom Gas, wenn ihr merkt, er droht wieder runter zu droppen. So, zack, zack, zack. Können wir den ganzen Shit hier einsaugen. So. Gut, was wir jetzt machen, wir fahren jetzt erstmal ganz kurz zurück zu Carrick, weil es wird nämlich jetzt doch ganz schön kalt, wie ihr seht da unten. Und wir wärmen uns jetzt mal kurz auf. Was ich jetzt gerade nicht ein bisschen verstehe, warum ich eine Körpertemperatur von 32 Grad habe, aber eigentlich noch eine Stunde überleben sollte. Huh. Drift. Aber es schadet, glaube ich, nicht, dass ich mir mal ganz kurz aufwärme in der Carrack.
Weil eigentlich sollte mich der Anzug komplett schützen, deswegen weiß ich nicht, ob das gerade... Oh, da ist ein Krater, da aufpassen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, wie gesagt, nur ein Anzeigefehler ist. Ich steige jetzt gleich mal hier aus und dann gucken wir mal. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht sterben, wobei das Sterben jetzt gar nicht mal so schlimm wäre, weil ich mich an der Carrot gebunden habe. Versteht ihr? Das ist nämlich auch so der Vorteil. Sollte ich jetzt hier draußen erfrieren, würde ich einfach hier in der Carrick wieder aufwachen. Ne? Also ist auch ein großer Vorteil, wenn man sagt, man hat immer ein Schiff mit dabei, das eine Medi-Station mit am Start hat. Ich glaube aber tatsächlich, dass das ein Anzeigebug ist. Ich glaube tatsächlich schon, weil ihr merkt auch, mir wird auch nicht mehr wärmer. Ah doch, jetzt geht die Temperatur wieder hoch. Strange. Bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob ich jetzt gleich gestorben wäre oder nicht. Aber eigentlich müsste ich doch bei 31 Grad oder so schon tot sein, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Helm habe ich ja auf, oder? Ja, ich habe halt jetzt den falschen Helm. Ah, okay, vielleicht liegt es daran, weil ich den falschen Helm auf habe. Ich glaube, ich habe den... Ich glaube, ich Eumel habe mir nämlich den Helm zur Ausrüstung nicht gekauft. Da bin ich jetzt gerade auch überfragt, weil ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass ich vielleicht den falschen Helm aufhab, weil ich halt eben den Helm nicht zu dieser Rüstung aufhabe, der natürlich da nicht temperaturresistent ist. Deswegen kann es natürlich sein, dass es einfach daran liegt, dass ich den falschen Helm habe und deswegen das scheiße ist, oder es ist einfach ein Bug. Das weiß ich jetzt nicht, deswegen will ich es jetzt nicht als Fehler im Spiel verschreien, weil halt eventuell meine Dummheit, weil ich nur die Hälfte der Rüstung anhabe. Schwer halt durchaus möglich, Gilly. Deswegen will ich jetzt da nicht gleich reinflamen in die Geschichte. Aber gut, wie gesagt, ich kann mich ja kurz aufwärmen. Dann würde ich sagen, jetzt nehmen wir noch ein, zwei Steinchen mit. 900, was haben wir hier? Oh, das ist 2000 Meter. Na komm, fahren wir da drüben hin. Und dann würde ich sagen, fliegen wir auch schon mal zurück. Also wie gesagt, mein Cargo ist jetzt noch lange nicht voll, aber dann können wir schon mal zurückfliegen. Und dann zeige ich euch mal das Verkaufen und so auch nochmal. Ich muss ja jetzt hier kein Geld verdienen mit dieser Charge. Mir geht es ja nur um das Zeigen, ne? Deswegen will ich jetzt hier nicht voll meinen, weil wenn du hier wirklich, wenn wir jetzt sagen, okay, wir gehen nur auf Hadanit und meinen das Ding hier voll, na, dann bist du mal eine Stunde oder zwei unterwegs, ne? Also das dauert schon. Deswegen will das jetzt aber hier natürlich auch nicht ausreizen bis zum geht nicht mehr. So. Ich glaube, jetzt stimmt's, aber guck mal, jetzt haben wir nämlich 4 Stunden Überlebenszeit. Ich glaube, der hat das tatsächlich echt irgendwie ein bisschen nicht richtig gerafft, wo ich das erste Mal da war. Oh, und ich fahre schon an den Steinen vorbei. So, was haben wir denn hier? Hoppala. Ah, das sieht doch nach Hadanit aus. Jawohl, guck mal. Das mögen wir doch. So, na, man muss ein bisschen auf den Abstand achten, also passt wirklich mal auf, wenn ihr seht, na, da geht gar nichts an der unteren Leiste. Dann versucht einfach nochmal ein bisschen so rumzufahren, damit ihr auch nicht zu nah dran seid, aber auch nicht zu weit weg seid. Na, der braucht ein bisschen mehr.
Das ist jetzt sehr ungut. Ich flieg weg. Oder fahr weg. Ups. Okay. Bleib hier. Nein. Und es fliegt weg. Okay, jetzt habt ihr auch so ein bisschen gesehen, was passiert, wenn ihr den zu warm macht, ne? Den Scheiß hat es jetzt hier in der kompletten Umgebung verteilt, weil der praktisch überhitzt ist und dadurch explodiert ist. Ist halt jetzt nicht so geil. Ich glaube, es liegt jetzt hier vorne. Liegt das da noch hier? Ja, wir können das natürlich jetzt hier nochmal... Ups. Können es jetzt hier noch einsammeln. So, zack. Na, aber das ist halt eben dann das, was passiert, wenn ihr das Scheißding überhitzt. Na, ich hab's jetzt nur leicht überhitzt. Ihr habt's gesehen, so 30% war das jetzt. Aber wenn ihr das natürlich, umso mehr ihr das Ding überhitzt, umso gefährlicher wird's. Und umso gefährlicher wird's auch für euch, denn ihr könnt dadurch auch Damage nehmen. Na, deswegen bin ich jetzt auch einfach schnell zurückgefahren, um eben zu verhindern, dass ich da jetzt ordentlich Damage auf die Fresse krieg. Dann werden wir aber, denke ich mal, bei der Prospector, wenn wir die jetzt auspacken, nochmal ein bisschen deutlich besser sehen, weil im richtigen Mining, also mit großen Steinen, da sage ich euch, da hat das nochmal andere Auswirkungen. Ne? Also das pumpst dann richtig rein, wenn ihr so einen Stein ordentlich überhitzt. Das kann ich euch sagen. So, bei diesen kleinen Steinchen hier ist das noch recht okay. Noch ein bisschen hier, zack. So. Mal kurz ein bisschen Gas geben, bis er mal ein ungefähres Level hat. So, und dann aber auch wieder runter. So, notfalls den Laser einfach kurz ausmachen. Wenn es wirklich zu kritisch wird. So. Ah, hier rutscht eh alles runter, weil ja scheiß Abhang ist. Ja, bleibst du da? Hallo? Meine Steinchen? Bei, ihr Schweine. Na gut. So, zack, zack. Ja gut, das ist halt natürlich, wenn man am Abhang minert, ist das natürlich immer so ein bisschen, ne? Ist man da auch ein bisschen selber schuld? So, guck mal, da vorne liegt auch noch ein bisschen was. Zack. Ich sammle das jetzt einfach mal alles ein hier. Ja, das ist noch das von vorher, wo ich den in die Luft gesprengt habe. Aber Leute, das ist alles Geld. Geld liegt hier auf der Straße. Seht ihr das? Nehmen wir jetzt einfach hier mal mit. Zack. Komm. So. So, den nehmen wir noch mit. Dann würde ich sagen, ist auch gut für diese Folge. Dann habt ihr mal so grob gesehen, wie das Rock Mining funktioniert. Also mit dem Rock Vehikelchen. Und dann fliegen wir mal zurück und verkaufen den Schmarrn. So, irgendwann habt ihr auch so ein bisschen ein Gefühl, na, wie der Laser funktioniert, in welchem Fenster ihr sein müsst von der Energie. Na, die haben ja alle so ein bisschen das gleiche Energy Level, so in etwa. Na, also hier bei den kleinen Steinchen ist es noch relativ gleich.
Bei den größeren wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Weil da gibt es dann wirklich gravierende Unterschiede. Nein, meine ganzen Steinchen! Bleibt da, ihr Schweine! So. Naja, vielleicht meinen die auch nicht unbedingt am Hang, so wie ich jetzt hier, aber gut, scheiß da drauf. Zack. So, sind nun mal halt Physics, ne? So, wir nehmen jetzt hier mal noch grob alles mit. Zack, zack, zack. Da liegt auch noch einer. Komm. Ich weiß, hier liegen überall noch kleine Steinchen rum. Es ist halt so. Na, ich sehe halt auch nichts hier. Ja, da haben wir ihn. Ups, jetzt habe ich ihn auch noch angefahren. Er ist noch weiter weg. Ah, egal. So, dich will ich noch haben. Na. Naja, ich sag mal so, man kann sich auch besser anstellen wie ich. Das ist auch kein Problem. Aber naja, wie gesagt, am Hang meinen, vielleicht nicht so eine gute Idee. So, jetzt düsen wir mal zurück zu Karak. So, und ihr seht jetzt, jetzt funktioniert es auch mit meinem Anzug. Also es war tatsächlich vorher ein Bug. Und seit ich jetzt nochmal ins Schiff rein und nochmal raus bin, war alles okay. Jetzt könnt ihr praktisch, wenn ihr diesen Anzug habt, auch permanent hier überleben, das ist dann kein Problem. So sollte es eigentlich auch sein. Na, keine Ahnung, was er da... Vielleicht hat er das irgendwie nicht gescheit übernommen, dass ich den Anzug anhab oder so. Little strange, ne? So. So, also mein Cargo ist jetzt zu 24% voll. So, oh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich da reinkomme. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das habe ich mir jetzt fast gedacht, ne? Oh, der Mining Mode aus. Ja, da. Ach Gott, oh Gott. Na, das wird nix. Das wird nix, oder? Anlauf. Okay, nee, Leute. So funktioniert das nicht. Jetzt ist halt der Busy doof, ne? Ach Gott. Bin ich auf die dumme Idee gekommen, weil ich auch wieder die Karak nehmen muss, gell, Leute? Das ist halt immer... Ach. Dummheit wird halt auch mal bestraft. Ich hätte ja auch einfach eine Freelancer nehmen können oder so. Ein kleines Schiff, aber nein. Ach, der Salin, der muss natürlich immer den großen Pötte nehmen. Das muss ich ein bisschen umparken, damit ich die scheiß Karre da wieder reinkriege. Also nehmt ein kleines Schiff, Leute. So eine schöne Freelancer, eine Valkyrie. Tausendmal besser wie mit der Karak. Aber wie schon im letzten Ding gesagt, ey. Macht auch keiner außer mir. Kommt auf solche Ideen. Mit der Karak hier rumzudödeln. So, jetzt müssen wir mal gucken.
Ah, jetzt ist so ein Stein im Weg, aber gucken wir mal. Kriegen wir schon rein. Ich denke mal, dass das passen wird. Das sollte eigentlich passen. So. Dum, 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 dum. So, jetzt fahren wir da hoch. Ach. So, hoppala. Kurz durch die Wand gebackt. So, sollten wir ihn aber auf alle Fälle reinkriegen. Ja, an dem Stein komme ich vorbei. Das sieht doch gut aus. So. Ah, ich mag ihn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es ganz cool. Ist halt natürlich einfach so ein... Obala. Ah, aber doch eng mit dem Stein. Aber geht. So. Ist natürlich einfach ein schweres Arbeitsgerät, das Teil. Ne? Also kein luxuriöser... Bin jetzt wieder drauf gekommen. Egal. Kein... kein luxuriöses Transportfahrzeug, ne? Aber fährt sich doch ganz gut, ne? Man merkt halt einfach, dass er ein bisschen... Hoppala. Einmal zu oft auf die Taste gedrückt. Man merkt halt einfach, dass er einfach hochgelegen ist, ne? Er fährt über viele Steine und so weiter und so fort. Das merkst du halt einfach, ne? So, hier hoch. Ah, scheiße, ich hätte mal die Tür unten noch zumachen. Ach, egal. Ich fliege auch mit offenen Türen, ihr kennt's doch. Alles easy. Jetzt mal hier kurz, zack. Power on. Engines online. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz schauen. Türen zu. Ja, okay. Tür geht zu. Können wir auch vom Cockpit aus natürlich alles zumachen hier. Easy peasy, ne? Funktioniert. So, jetzt fliegen wir einfach mal zurück nach Port Olisar. Da können wir nämlich dann auch Sachen aus der Carrack verkaufen. Wie gesagt, ist jetzt auch kein Muss, ne, dass ihr das jetzt hier einladet und zurückfliegt. Ihr könnt es auch an den Mining-Stationen verkaufen. Aber ich glaube, Port Olisar gibt ein bisschen mehr Geld. Aber da will ich mir jetzt auch nicht zu 100% festlegen mit der Aussage. Aber ich glaube, ihr kriegt ein bisschen mehr Geld dafür, dass ihr halt diese extra Meile auf euch nehmt, sag ich mal. Und deswegen ist das, glaube ich, gar nicht mal so dumm. Aber müsst ihr, wie gesagt, halt nicht. Ne? Wenn ihr einfach unten rumfliegen wollt, ohne den einzuladen, ist auch okay. Ups. Die falsche Taste gedrückt. Sagt dir aber keinem. So. Düsen wir schnell rüber. Landen da einmal, dann zeige ich euch auch die Terminals, in denen man das verkaufen kann. Und dann war es das schon für diese Folge. Ist natürlich jetzt auch relativ lang geworden, aber dann hätten wir das Kapitel Rock Mining schon mal erledigt. Und wir können dann in der nächsten Folge weitermachen mit der Prospector. So, wenn wir langsam anfliegen, dann sind wir wieder im Bremsweg und ich daller wieder irgendwo rein.
So, mit der Carry kriegen wir immer die äußeren Pads. So, lernen den Gear schon mal raus. Vergesse ich das wieder? Schauen, aber ich denke mal. So. Smooth Landung würde ich das mal nennen. So. Letzte Mal nehmen wir jetzt diesen Weg auf uns. Fürs nächste Mal lasse ich die Aufzüge reparieren, ich verspreche es euch. Aber wir werden dann erstmal mit anderen Schiffen unterwegs sein, wahrscheinlich nicht mehr mit der Carrack. So viele Schiffe, die ich euch zeigen könnte. Eieiei. Wenn wir gar nicht alle fliegen können. So, zack. So, den lassen wir jetzt einfach hier drin stehen. Oh Gott, ich hätte ein gutes Stück weiter vor können. Sehe ich da gerade? Egal. So, wichtig ist noch, macht euer Schiff zu, besonders wenn ihr da irgendwie so ein Buggy oder so drin stehen habt. Also schnell wieder einer in euer Schiff reindallert, das, ja. So schnell könnt ihr gar nicht gucken. Und dann ist eure Ware oder eure Ladung weg. Bevor ihr am Verkaufsterminal angekommen seid, und das ist natürlich recht bescheiden dann. So. Dum, dum, dum. So, gucken wir mal, was wir für unsere klägliche Ausbeute kriegen. Also, wie gesagt, 24% Laderaum voll. Aber natürlich auch nur viel Dolovin haben wir mitgenommen. Schauen wir mal. So, wir müssen hier zu der Refinery. Ne, müssen wir nicht. Müssen wir hier hin? Genau, hier Greycat Rock. So, Dolovin, okay, gibt 12.000 Alpha UEC. Boah. Ist aber schon mal was. Und was kriegen wir fürs Hadanit? Ah, schau doch mal an, fürs Hadanit kriegen wir ganze 28. Also ist 3... Ja, nee, Quatsch, Entschuldigung. 12, was hab ich gesagt? Achso, nee, jetzt habe ich gar nicht geguckt, was pro... Ach, ich habe den Price pro Unit jetzt gar nicht gesehen. Aber auf alle Fälle, Hadanit ist halt auch, ne, the shit. So, das heißt, ich habe jetzt eigentlich mit dieser kleineren Runde, haben wir jetzt 40.000 UC, Alpha UC gemacht. Ja, man könnte das Ganze natürlich noch viel effizienter gestalten. Wie gesagt, kleineres Schiff nehmen, ne, und so weiter und so fort. Dann kann man da in ein, zwei Stunden gut, denke ich mal, also in anderthalb Stunden, schätze ich mal, wenn man nur Hadanit nimmt, kommt man auf 200 bis 220.000 Alpha UEC, die man so etwa in anderthalb Stunden, je nachdem wie gut es läuft natürlich, ne? Es kommt auch an, wie, welche Steine findet man und so weiter und so fort. Aber so, Pi mal Daumen, ja, 220 pro 1,5 Stunden würde ich mal im Durchschnitt ungefähr rechnen, die ihr damit verdienen könnt mit dem schönen Vehikelchen. Gut, das war's jetzt aber mit dieser Folge. Wie gesagt, auch ewig lang geworden jetzt wieder. Und dem Mining mit dem Greycat Rock. In der nächsten Folge werden wir uns dann das Mining mit der Misk Prospector, dem Single-Mining-Schiff, anschauen. Und das läuft dann so ähnlich ab. Da werden wir auch mal ein bisschen rum
schauen auf Planeten, auf Asteroiden. Ich hoffe, ihr seid wieder mit am Start. Wenn es euch gefallen hat, gern Daumen nach oben, Abo dalassen und bei Fragen natürlich gern unten die Kommentare benutzen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.